Das Einzigartige innerhalb der CI Factory für uns ist diese unmittelbare Vernetzung und Verknüpfung von Produktion und Logistik- und Versandsystem. Teil 1 der Herausforderungen ist die durchgängige Digitalisierung in einem solchen Projekt, beginnend über den digitalen Zwilling bis zur Verfügungstellung sämtlicher vernetzten Einzelsysteme. Wir haben bei dem Gebäude 6 Ebenen. Die oberste Ebene befindet sich auf gut 50 Meter. Wir mussten den gesamten Regalstahlbau und die TGW-Regalbediengeräte über Dach einbringen. Wir nutzten dafür einen Baukran von über 70 Metern. Es ist so, dass in der Vergangenheit die Kunden sich immer weiter dahin entwickeln, dass sie ihre Markenbotschaft ihrem eigenen Kundenkreis gegenüber besser und erfolgreicher positionieren möchten. Daraus resultierend haben wir natürlich die Möglichkeit, dem Kunden individuellere Produkte entsprechend anzubieten und für ihn diese Produkte hier speziell in der CI Factory auch vor Ort just in time zu fertigen, mit ihm gemeinsam sein CI im Produkt zu entwickeln und dann unmittelbar in Einzelstückzahlen zu fertigen und das zu Kosten einer Serienfertigung. Das Herzstück dieser Anlage, dieser Omnichannel-Anlage, ist das sogenannte Ware-zu-Mann-System, bestehend aus einem Shuttle-System auf der einen Seite, gepaart eben mit einem Hochleistungskommissionierarbeitsplatz, wo wir bis zu 1000 Artikel pro Stunde pro Arbeitsplatz kommissionieren. Insgesamt lagern wir im automatischen Lager bis zu 1 Million Kartons und können auch im Warenausgang bis zu 4000 Warensendungen in der Spitzenstunde versenden. Die TGW war in unserem Projekt CI Factory für uns einer der Erfolgsgaranten und man kann auch sagen, einer der Key Player im gesamten Projekt.